Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Witcher. Haben wir eigentlich hier drin noch irgendwas Interessantes in dieser Lagerhalle? Ja, ein bisschen was. Na, wer sieht's denn? Wer sagt's denn? Neues Schemata mitgenommen. Ah, wir sind überlastet. Das ist schön. Das heißt, wir müssen dringend mal wieder was verkaufen. Na gut, wir haben jetzt, glaube ich, auch noch einige Schwerter und so mitgenommen. Wieder die Predigt eines besorgten Bürgers. Können wir da vielleicht noch irgendwas von wegschmeißen? Der Sattel ist halt auch nicht leicht. Hier das stumpfe Schwert zum Beispiel. Komm. Weg mit dir. Ist ja nichts wert. Das reicht aber wohl immer noch nicht. So, ja, komm, die Knüppel dürfen noch weg. Na, die lohnen sich aber auch nicht wirklich. Ja, komm, ich glaube, dann gehen wir einfach mal so jetzt spontan zum nächsten Händler. Verkaufen das ganze Zeug. Haben wir die noch nicht fertig gelootet? Ah, nee, das sind meine Sachen, die ich da hingeschmissen habe. Okay. Und, ah, da kommen wir nicht raus. Dann nehmen wir einfach mal die Tür. Meine Güte, was für eine Missgeburt. So. Wo ist denn hier der nächste? Da wäre der nächste Händler. Dann setze ich mir da mal eine kleine Markierung hin. Schnell reisen können wir jetzt ja auch nicht in dem Zustand. Aber zum Glück ist das ja nicht allzu weit hier zu laufen. Die paar Meter kriegen wir noch hin. So, können wir noch ein bisschen Ruhe hier die Landschaft genießen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ah, da macht einer Moonwalk. Wohl noch nicht mal. Nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. So, wie sieht's denn aus? Okay, ist hier ganz gut. Brauchst du einen Knappen? Das passt schon. Hier alle gediegen angetrunken, die Leute. So, ich hoffe, dass wir dann da unser Zeug soweit loswerden. Schon gut. Müsste aber eigentlich. Denke ich auf jeden Fall. Mir reicht's mit dem Leben. Ich meine, die haben ja auch immer so ein bisschen was an Geld noch da. Von daher sollte das alles kein Problem sein. Okay, der scheint wohl da oben irgendwo zu sein. Dann schätze ich mal, wir gehen davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Gehen wir dann wohl da unten irgendwo in das Haus rein. Und dann ab nach oben. Ja, das sieht gut aus. Schön. Dann geben wir mal unser Zeug ab. Ach, er ist das. Hallo, Hattori. Hallo, Hexer. Warum bist du nicht gekommen? Ich stand da wie ein Idiot. Tut mir leid, mir ist was dazwischen gekommen. Diesmal schaffe ich's, versprochen. Sehr schön. Du erinnerst dich. Beim Kran an den Docks, nach Sonnenuntergang. Also gut. Stimmt, das war ja der, wo wir ja erst die Quest machen müssen, bevor wir den Auftrag erledigen. Ja, ist ja gut. Dann. Machen wir das vielleicht mal? Wo ist denn das? Ist da oben irgendwo? Sonst ist ja. Wieso ist denn sonst kein Waffenschmied hier? Was ist das?
Ah, Schmugglerversteck. Ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Hier ist sonst kein verdammter Waffenschmied. Sonst würde ich sagen, wir gehen mal zum Kran an den Docks. Ich will jetzt auch ungern was wegschmeißen, weil die Sachen ja doch ein bisschen was wert sind. Was ist denn das jetzt? Hexerauftrag? Schatz suchen. Abgeschlossen, ja. Ist ja zum Glück nur eine Quest fehlgeschlagen. Na gut, da hat man das dann auch schon mal erledigt. Ja, vielleicht können wir auch da vielleicht ein bisschen schon mal was loswerden bei den normalen Händlern. Mal schauen. Dann klapper ich jetzt halt erstmal die Händler hier ab. Ja. War das noch ein Türsteher? Ist da etwa auch noch so ein Brief eines besorgten Bürgers. Ah, da drin ist wohl ein Händler. Gut. Hm? Was hast du anzubieten? So, was können wir denn? Oh, wir können sogar die Waffen loswerden. Das ist gut. Dann darfst du erstmal weg. Ah, die können wir mittlerweile auch ausrüsten. Gut. Mache ich dann sogar gleich mal. Die Stiefel können weg. Neue Rüstung sieht schön aus. Bringt leider nichts, von daher Wiedersehen. Das Langschwert kann noch weg. Der Sattel kann weg. Der Knüppel kann auch weg. So. Das lasse ich jetzt mal alles fürs Erste. Die nimmt er natürlich nicht. Der scheint echt alles zu nehmen, das ist ganz praktisch. Dann kannst du noch ein bisschen Wolfsfell mitnehmen. Das Bärenfell. Beil. Ah, der hat nicht mehr genug Geld. Okay. So, und du kannst ja wahrscheinlich nichts zerlegen, oder? Nee. Bis dann. Okay, wechseln wir mal unsere Waffen aus. So, sieht gut aus. Sind sie auch nicht mehr so brutal überladen. Also eigentlich gar nicht mehr. Okay. Danke. Dann können wir wieder raus. Und zu Rittersporn. Sei gelobt von ganzem Herzen. Könnten wir kommen. Machen wir mal per Pferd. Ach, warte mal, hier ist doch der Kran. Bei den Docks, oder? Hm. Warten wir doch einfach mal hier, dann ist die Quest auch mal erledigt. Bei Sonnenuntergang hat er gesagt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, da ist Pferd. Hm. So, dann warten wir einfach mal hier bis Sonnenuntergang. Guck mal, ob dann unser Kollege da ist. Hm, vielleicht hier noch eine Stunde warten sollen.
Da werden halt auch noch Kräne und so. Lass mich doch gerade mal nachschauen. Jetzt ist auch die Markierung, glaube ich, weg, oder? Ja. Boot, Boot, Boot. Auf der anderen Seite ist ja nichts Kranmäßiges, oder? Nö. So, dann schauen wir mal. Meute. Noch mehr Treibgut aus dem Meer. Ich denke, hier so einer von den Krähen wird es sein. Und endlos wird der Wind. Da wäre auch so eine kleine Markierung, glaube ich, ganz schön gewesen. Was das angeht. Du bist so grau wie meine Oma. Ey, wie fies. Ich glaube, dann warte ich gerade noch mal. So, 20 Uhr. Da haben wir aber auch keine Quest für, oder? Fliegenden Fäuste. Da. Schwert und Knödel. Okay. Wir haben doch einen Quest-Pfeil. Aus dem Weg. Scheinbar doch auf die andere Seite. Okay. Ja, ich weiß, dass die Quest eigentlich noch zu viel ist, aber ich will zumindest den Teil jetzt schon mal machen. Was willst du? Bevor ich das dann nachher wieder verpeile. Vielleicht wird dann ja der Händler endlich mal freigeschaltet. So, speichern vorher aber trotzdem noch mal kurz an, ab. Du würdest einen guten Seemann abgeben. Ah, da ist er. Bis die Kotzerei anfängt. Hallo, das ist der Ort? Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Geh voraus. Wunderbar. Komm. So, dann mal los. Oh, ist das langweilig? Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Hm, gut. Ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Da hat jemand Spaß. Freut mich. Okay, die Herren, wie sieht's aus? Da drin wohl. Mhm. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. »25.« Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? »35. Tiefer gehen wir nicht. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs.
Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Du solltest nach Hause gehen, Elf. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Na dann, holen wir euch mal bitte. Euch verbreiten sich schnell. Geralt, was macht ihr hier? Okay, der ist doch ein bisschen stark. Das heißt, der darf mal brennen. Okay, ja, wie gesagt, wir kriegen halt ein bisschen was ab, aber wie gesagt, wir sind hier auch ein wenig unterlevelt. Hopp, einmal Deckung und weg. Schnell weg, hier lang, Geralt, schnell. Warte mal, die haben doch bestimmt irgendwas Tolles zum Plündern, oder? Ziegenhaut, yay. Und noch ein Reparaturset. Kann ich gut gebrauchen. Ja, ich glaube, der Rest sollte einigermaßen laufen. Hast du ein Problem? Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin. Mir nach. Dann schauen wir mal. Wer will sich denn noch mit uns anlegen? Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Hattori, warte! Na gut, dann gehen wir noch mal schnell zu seinem Knödelladen. Reden mit ihm. Hallo Betrunkener. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. So. Der Schwarz? Na komm. Ist ja zum Glück hier um die Ecke. So herrliche Natur. Vielleicht können wir ihm dann ja auch noch ein bisschen was loswerden. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals. Ich bleib bis mir den Werner hier drin. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann... Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringen mich um. Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt da einen Söldner, Sucrus, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hackern nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden?
Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Na gut, dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.